Hey Leute, euer Sasuno hier. Weiter geht's mit dem 10 Millionen Projekt hier auf YouTube. Wir sind bei Tag 11 angekommen und beim letzten Mal habe ich es euch schon gezeigt. Es geht ein wenig weiter in Envesa. Insel habe ich ein wenig angeteasert und ich würde sagen, da machen wir direkt weiter. Hier haben wir unser Schmuckstück. Ein riesen Klopper. Den habe ich nicht nur einmal, den habe ich zweimal und den habe ich sogar dreimal. Was darauf gebaut ist, zeigen wir euch jetzt. Ist eigentlich ganz simpel, denn es sind, ja, einfach nur Häuser. Die Häuser sind nicht aufgebaut, damit die Insel, naja, katastrophensicher bleibt. Ich habe da, naja, schlechte Erfahrungen mitgemacht, sagen wir mal so. Aber in der Insel steckt ein wenig mehr, als es so zu erwarten gibt. Wir fangen einfach mal an mit dem allgemeinen Plan für Envesa. Was brauche ich in Envesa und was wird hier alles gebaut, damit ihr euch grob ein Bild darüber machen könnt? Envesa hat eigentlich richtig viele Stärken, die wir auch nutzen werden. Spätestens mit dem vierten Season Pass werden wir diese Stärken nutzen. Das ist einmal Baumwolle aus den Wanzerholzfällern. Da habe ich auch ein paar hier stehen. Hier mal die Handelskammer, dann sehen wir das. Hier links haben wir eine Runde Holzfäller. Hier oben haben wir eine Runde Holzfäller. Und hier unten haben wir eine Runde Holzfäller. Das gleiche habe ich auch auf den anderen Inseln gemacht. Die sind gleich alle mit eingebaut, denn die Baumwolle wird sehr, sehr, sehr doll benötigt für das tolle Spielzeug. Ich mache euch das hier einmal auf. Die Tabelle kennt ihr ja schon. Ein Spielzeug gibt uns ja fast 500.000 Einwohner. Und das sind halt auch dementsprechend 500 Tonnen Baumwolle. Irgendwoher will die Baumwolle kommen. Die neue Welt ist leider zu wertvoll, denn wir brauchen in der neuen Welt die Trauben bzw. die Bananen, um Trauben zu bekommen. Daher muss die Baumwolle nach Envesa ausweichen. Und da man jetzt auch keine Gelehrten mehr braucht, ist Envesa sowieso nichts mehr für anderes gut. Als zweites würde Envesa sich auch noch ganz gut anbieten, um dort Ethanol herzustellen. Ich zeige euch mal das Item. Wir haben hier, wenn es um Ethanol geht, Ethanol. Da haben wir einmal den schneller reich werden Band 4. Dort kriegen wir bei allen Getränkeherstellern, in dem Fall Ziegenmilch und halt auch Teewürzer rein, nebenbei Ethanol. Zum aktuellen Zeitpunkt, also mit dem dritten Seasons Pass, der aktuell noch aktiv ist, lohnen sich diese Sachen nicht so sehr, wie wenn ich sie einfach in der neuen Welt baue. Daher bauen wir Ethanol aktuell zumindest einfach ganz normal mit dem Gebäude. Das Holz und den Mais kaufen wir einfach in der Speicherstadt. Und das ist überhaupt kein Problem. Gerade den Mais, der wurde ja mit den Wolkenkratzern hinzugefügt. Und Holz kostet sowieso nichts. Das kostet einen Apfel und ein Ei. Und dann haben wir noch eine dritte Möglichkeit, die uns Envesa bietet. Und das ist, so komisch es auch klingen mag, ja, wie ihr seht, hier stehen Zuchtbecken. Dabei brauche ich gar keine Hummer. Ich habe ja gar keine Gelehrten mehr. Warum sollte ich Hummer bauen? Hummer sind nichts wert in der Speicherstadt. Die kriege ich für 100 Hummer kriege ich einen Dampfwagen oder sowas. Aber den Hummer brauche ich gar nicht. Ihr kennt vielleicht das Bananenvideo oder habt von den Bananen gehört. Ich rede eigentlich fast in jedem Video über die Bananen, weil die einfach so lächerlich sind. Aber hier machen wir den ganzen Spaß jetzt mit Talg. Wir gehen mal rein. Talgproduktion. Und wir haben hier ein paar Items, die nebenbei Talg produzieren können. Wir haben hier einmal den Captain Moby, den alten Seebär.
Der macht ein Fünftel Talg. Und dann haben wir die Perlenmutter. Und die macht ein Viertel Talg. Und wir haben den alten Walfänger. Und der macht auch ein Fünftel Talg. In Summe kommen wir so auf einen Talgwert von 65% der Hummer. Und gerade Talg brauchen wir halt sehr viel für Kekse. Also wirklich sehr, sehr viel für Kekse. Um euch nochmal die Liste zu zeigen. Kekse. Ja, ich glaube, die Investoren, die essen ganz gerne Kekse. So Kaffee und Kekse, das sind so deren Lieblingswaren. Ja, schön jeden Tag um 3 gibt's Kaffee und Kekse. Und um 4 und um 5 und um 6 und wahrscheinlich alle Stunde so viel, wie die davon brauchen. Aber 2000 Tonnen Kekse sind 2000 Tonnen Talg. Ja, gut, nicht ganz. Kekse sind Schwerindustrie. Aber dennoch 1700 Tonnen Talg. Die muss man auch erstmal über die Speicherstadt kaufen. Und alles, was wir nicht kaufen müssen, spart uns Handelszeit mit Captain Morris. Und dadurch bekommen wir auch einen schnelleren Handelsablauf oder anders gesagt ein höheres Handelsvolumen. Und daher nutzen wir die freien Hafenbereiche in den Besa zusätzlich, um Talg zu generieren. Damit wir einfach so, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal 300 Tonnen Talg geschenkt kriegen. Den Hummer, den schmeißen wir wieder ins Wasser, der darf weiterleben. Und auf die Arbeitskräfte brauchen wir auch keine Rücksicht nehmen, denn wir haben hier sowieso unendlich viele Bewohner. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch ganz normale Versorgung. Ich habe hier jetzt ein bisschen Ziegenmilch, damit die Einwohner hier alle zufrieden sind. Ich habe hier ein bisschen Indigo, damit ich die Töpfe bauen kann. Ich habe hier so ein bisschen Klamotten am Rand, die ich noch herstellen muss. Denn alle Waren, die ich nicht über die Speicherstadt generieren kann, muss ich natürlich immer noch irgendwo bauen. Und zu der Frage, welche Waren versorgst du alle? Ich weiß gar nicht, das beantworte ich glaube ich jeden Tag im Stream. Ich versorge alle Waren, die Einwohner geben. Sofern sie sich lohnen, aber im Groben und Ganzen lohnen sich alle Waren, die Einwohner geben. Um das mal eben kurz festzuhalten. In Invesa habe ich jetzt halt 3 von diesen Inseln gebaut. Mit allerlei Dingen. Halt mit den Hummern, ein bisschen Versorgung. Auch Salz bzw. Salinen braucht man für das Trockenfleisch. Und danach habe ich aufgehört hier zu bauen. Zum einen, weil mein Einfluss leer ist. Und zum anderen, weil ich ein paar Befürchtungen habe betreffend des 4. Seasons Passes. Der 4. Seasons Pass ist ja nicht mehr so lange hin. Weitere Infos kriegen wir Ende März. Dieses Video habe ich jetzt Mitte März aufgenommen. Aber einige Vermutungen habe ich schon. Und naja, wie soll ich sagen? Das ganze DLC dreht sich um die neue Welt. Hier soll alles Mögliche verbessert werden. Das ist mitunter ein Grund, warum ich hier noch gar nichts gebaut habe, weil egal was sie einbauen, es wird zu 99,9% besser sein als das, was wir jetzt in der neuen Welt haben. Seien es neue Einwohnerstufen, sei es ein Monument, sei es Landaufschüttung, sei es Pestizide. Was kann man sich da alles noch drunter vorstellen, ja? Auf jeden Fall, um es kurz zu fassen, egal was hier hinkommt, der Kachelwert in der neuen Welt steigt. Und gerade weil der Kachelwert steigt, werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Sachen wie Baumwolle, die wir eh schon in den Besa produzieren, höchstwahrscheinlich noch mehr benötigt. Aktuell plane ich so mit 80 Wanzerholzfällern. Je nachdem, ob wir eine neue Bevölkerungsstufe kriegen oder nicht, kann es durchaus sein, dass das irgendwie 100 oder gar 200 geklippte Wanzerholzfäller werden. Und das andere Ding ist halt Ethanol. Noch ist Ethanol ungefähr doppelt bis dreimal so gut, wenn ich es einfach in der neuen Welt baue, als in den Besa. Aber je nachdem, wie stark die neue Welt wird,
Je nachdem entscheidet sich dann, ob wir vielleicht doch wieder Ethanol-Ziegen bauen. In dem Fall mit Ziegenmilch. Und den Rand füllen wir mit Tee und machen noch ein paar Teewürze rein dazu. So viel dazu. So viel zu meinem Envesa-Aufbau und was hier alles ansteht. Beim nächsten Mal würde ich mich auf jeden Fall mal gerne um den Einfluss kümmern. Denn mit 300 Einfluss kann ich keine Inseln planen oder Inseln bauen. Denn die Planung solch einer Insel, die bedarf Zeit. Und mit der Zeit auch dementsprechend Einfluss, denn gerade diese ganzen Rathäuser und Handelskammern, die baue ich schon mal lieber gerne vorher. Ah ja, und bevor jemand fragt, ob ich Layouts für irgendwelche Rathaus-Layouts habe für Envesa, keine Ahnung. Die baue ich einfach so, wie sie gerade passen. Die Inseln sind so zerfurcht mit irgendwelchen blöden kleinen Hügeln oder irgendwelchen Flüssen, dass man hier sehr, sehr schlecht überhaupt irgendwelche Abdeckung vernünftig hinbekommt. Naja, so viel sei gesagt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Einschalten. Envesa ist damit erstmal geplant bzw. auf Eis gelegt, denn ich nicht weiß, was mit dem 4. Season Pass kommt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Einschalten. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und beim nächsten Mal kümmere ich mich dann wohl um Einfluss, denn mit Einfluss lässt es sich viel, viel, viel leichter bauen. Dementsprechend, haut's da rein. Bis zum nächsten Mal, euer Sasuno.